heutigen musikalischen Gäste machen alles andere als sinnfreie Lala-Musik, auch wenn sie auf den ersten Blick vielleicht gar nicht so richtig zusammenpassen. Aviv Geffen ist israelischer Popstar auf der linken Seite und rechts ist Steve Wilson, angesagter britischer, englischer Rockmusiker. Und obwohl die total unterschiedliche Musik machen, total unterschiedliche Typen sind, hat es zwischen den beiden, als sie sich getroffen haben, trotzdem gefunkt. Blackfield, es ist keine richtige Band, eher ein musikalisches Projekt, wobei das inhaltlich bei Aviv ziemlich dramatisch begonnen hat mit der Musik. Aviv Geffen, Idol der israelischen Jugend, singt gegen Krieg und Gewalt in seinem Land. 1995 wird Yitzhak Rabin, der damalige Premierminister, direkt neben ihm erschossen. Dieses Attentat hat ihn für immer verändert. Geffen klagt sie alle an, die Regierung, das Feinddenken in der israelischen Gesellschaft. Einige seiner Songs werden deshalb im Radio nicht mehr gespielt. Da trifft er auf Steven Wilson, Rockmusiker und Allround-Talent aus England, dessen Konzerte auch visuell viel zu bieten haben. God is freedom. God is truth. God is power. God is proof. Obwohl beide ganz unterschiedliche Musik machen, finden sie zusammen und gründen die Band Blackfield. Dabei ist Wilson eher der ruhige Typ im Hintergrund und Geffen der temperamentvolle. Ihre Talente ergänzen sich, denn beide haben dieselbe Leidenschaft. Blackfield! Jetzt sind die zwei bei uns. Schönen guten Morgen, wir freuen uns sehr. Zwei komplett unterschiedliche Typen, zwei komplett unterschiedliche Art Musik zu machen. Woran haben Sie gemerkt, als Sie ihn das erste Mal getroffen haben, mit dem Typen könnte ich trotzdem was anfangen? Ich habe mich erstmal in das Land Israel und in die Stadt Tel Aviv verliebt. Das war das allererste und dann Aviv habe ich kennengelernt und ich brauchte eine Ausrede, um wieder dahin zu fliegen. Wir haben dann zusammen angefangen zu komponieren und mehr steckt nicht dahinter. Wie war das bei Ihnen? Ich habe ihn kennengelernt und dann wollte ich wissen, wer dahinter steckt. Ich habe seine Musik gehört und wir haben uns dann in London getroffen und ich habe ihm eine meiner Demo-Kassetten in die Hand gedrückt und dann haben wir Songs ausgetauscht und das war super und wir sind direkt sehr gute Freunde geworden, sehr enge Freunde. Oh ja, und er ist aus London, ich bin aus Tel Aviv, aber naja gut, aber es funktioniert irgendwie. Und bei so zwei unterschiedlichen Typen, wer entscheidet da bei diesem Projekt der Band Blackfield, wo es musikalisch lang geht? Der Sound der Band beruht auf Aviv. Er hat einige Songs auf Hebräisch geschrieben und auch veröffentlicht, die gibt es in Israel. Aber ich stecke hinter der Produktion und forme den Sound ein wenig und verpacke den etwas anders. Das heißt, ich würde sagen, er bestimmt den musikalischen Stil durch seine Komposition. Was vereint Sie, was trennt Sie auch als Musiker? Können Sie das beschreiben? Er hat es ja schon gesagt. Ich bin eigentlich eher so eine Art Welpe. Ich muss mich ja noch entwickeln. Aber das Schöne an Steven ist ja, dass er mir diese schweren Tore und Türe zu dieser Popmusik geöffnet hat. Und er hat auch sehr gute Ohren. Das passt also ganz, ganz perfekt zum Sound von Blackfield. Aber er sagt es ja, ich bin israelischer Komponist und er hilft mir im Studio, um diesen Sound und die Produktion umzusetzen, damit wir ein gutes Ergebnis haben. Und wir gehen auch bald auf Tour. Und das wird im Februar sein. In Amerika und auch hier in Europa und in Deutschland mit unserem neuen Album. Bei allem Spaß an der Musik, Sie umarmen Rabin, kurz darauf wird er neben Ihnen erschossen. Wie anstrengend ist das, daran immer erinnert oder darauf angesprochen zu werden? Das war wirklich die tragischste Nacht, die ich hier erlebt habe. Ich habe das erlebt, das war ein historischer Moment, das haben Sie ja gerade schon gesagt, ein historischer Moment Israel. Der Mörder hat Rabin getötet, aber auch diesen ganzen Traum des Friedens. Und von diesem Zeitpunkt an wurden wir etwas sanfter, würde ich sagen. Und wir haben auch unsere Hoffnung verloren, wenn man das so sagen darf. Ich glaube, fast alle Israelis.
wenn ich für die sprechen kann. Wir hatten dann keinen Anführer mehr, Israel weiterzuentwickeln, würde ich sagen. Das war so meine Meinung. Und wir müssen auf jeden Fall eine Friedenseinigung haben. Ansonsten haben unsere Kinder keine Chance. Wir haben keine Zukunft. Ich würde sagen, im Augenblick ist es gar nicht mehr angesagt, über den Frieden dort zu reden. Jeder blickt auf Syrien und die Terroristen. Aber ich würde sagen, Frieden ist der einzige Sauerstoff, den wir brauchen können. Genau, das würde ich auch sagen. Blackfield heute Morgen bei uns, Aviv und Steve, wir freuen uns sehr. In der Stunde bei uns dann auf der Bühne. Und jetzt freuen wir uns auf den Sport und Peter. Thank you very much. Thank you.